Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Link schläft schon fast ein. Ach, ist ja auch schon 0.16 Uhr gerade. Und meine Switch hat immer noch eine falsche Uhrzeit, ne? Die muss ich mal richtig einstellen. Willkommen zurück bei The Legend of Zelda. Wir sind auf einer weiteren riesigen Himmelsinsel. Wir haben sie schon markiert als abgeschlossen, obwohl wir sie noch gar nicht abgeschlossen haben, denn es fehlt selbstverständlich noch der Taunhijo oder Taunhijo, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Schrein. Hier haben wir ja nur diese Absprungplattform gehabt. Ich bin fast sicher, dass hier irgendwo noch ein Krog versteckt sein wird, oder? Seien wir mal ehrlich, da ist sicherlich noch irgendwo ein Geheimnis, aber zumindest hier, außer unsere Wurfmaschine, aber haben wir denn keine Materialien mehr, die wir da gerade einfach mal en masse noch reinwerfen können? Ja, hier eigentlich, oder? Ja, komm, die nehmen wir mal mit. Ja, und wir haben dieses fabelhafte Outfit bekommen, weil wir in einer Rekordzeit von 30 Sekunden oder unter 30 Sekunden hier runtergefallen sind oder runtergestürzt sind und haben es ja sogar in unter 20 Sekunden geschafft. Und für die 30er-Marke haben wir dieses wunderschöne Outfit hier bekommen. Finde ich sehr schön, mit erhöhter Aerodynamik. Was das bringt, werden wir sehen. Machen wir schon mal die Kamera an. Bitte ganz viele Heißluftballons, davon haben wir nur ganz wenig. Oh mein Gott. Reisekochtopf, Ventilator, Reisekochtopf, Zeitbombe, Zeitbombe, Heißluftballon, Heißluftballon, Heißluftballon. Ja, ist okay. Ist okay. Ihr Outfit gefällt mir sehr gut. Ist mal was anderes? Vor allem mit diesem kleinen Cape hinten dran. So schön gemacht. Ich mag ja diese ganzen Details. Ne? Diesen Schnallen am Oberarm. Dem Sonaugürtel. Diesen Bändeln überall. Ich bin gespannt, was da für eine Hose zugehört. Ja, und denk dran, ich liebe auch unser Schwert. Ich wollte da ja sowieso nochmal überlegen, ob wir einfach mal ein Soldatenschwert... Wir können es ja mal machen, oder? Wenn es blöd aussieht, trennen wir es einfach wieder. Ex-Alpha. Hier. Ex-Alpha-Horn. Oder haben wir noch irgendwo, ups, oder haben wir noch was anderes, was wir mal ausprobieren können? Ja, ne. Wir probieren es mal. Ich wusste es. 20 Schaden. Oh, wie geil. Okay, also die Ex-Alpho-Kombi gefällt mir sehr gut. Boah, 20 Schaden. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Boah, dann können wir jetzt überall die Ex-Alpho-Klinge drauf machen. Das heißt, alle wirklich cool aussehenden. Ja, die Kralle weiß ich jetzt wieder nicht. Müssen wir mal gucken. Ist ja doch nicht so schlecht. Ich dachte, alles, was man kombinieren kann, sieht doof aus. Genau wie hier, Bossbock. Ne? Das sieht auch cool aus. Da vorne mit diesem, mit dem Bändel dran. Sieht aus wie hier Ornstein und Smaug. Ihr wisst schon. Na gut, wir haben einen Schrein, den wir lösen müssen. Und danach noch den Krog. Müssen wir auch dran denken. Rein in die gute Stube. Das ist, meine ich, auch Nummer 4 von 4, ne? Viertes Segenslicht, vierte und damit dann auch ein neuer Herzcontainer. Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Kommt es wahrscheinlich eher weniger auf den Schaden an, ne? Aber ich mag die wilden Haare von Link. Oh, irgendwas mit Fliegen und Zeitlupe. Da sind wir ja Profi drin. Das habt ihr ja schon gemerkt. Dieses Runterfallen und dann in Zeitlupe schießen. Gar kein Problem.
Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Hebst du im Flug den Bogen, erhöht das dein Fokus. Nutze dieses Zeitfenster, um deine Pfeile abzufeuern. Allein dieser Angriff führt dich zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ausgezeichnet. Erhöhe deinen Fokus erneut, um alle Gegner abzuschießen. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Ja, das ist ja eine alte Breath of the Wild Weisheit, wenn man so möchte, wie man am cleversten diesen Windauftrieb nutzt. Auch wenn man von Bergen runterspringt. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Bogentasche ist voll. Weg damit. Hätte man auch mal verbessern können, ne? Aber hier kann man jetzt nicht... Nee, okay, man kann mit dem Bögen, mit dem Bogen nicht... Schade. Kann ich denn... Was ist das jetzt? Schwert mit Sonau-Schwert. Ein Schwert mit Schwert, also, ja, schon klar. Ja, wir konnten ja leider nicht mehr vergrößern. Ich hätte es ja gerne gemacht. Und da sind wieder Sonja und Ranru. Starker Konstruktbogen. Von Elite-Konstrukten verwendeter Bogen. Er ist nicht nur feuerfest, sondern seine robuste Bauweise ermöglicht auch kraftvollere Schüsse. Dann können wir gerne den auch direkt auf den Boden werfen, denn den haben wir ja auch noch nicht fotografiert. Ja, sieht noch ein bisschen ticken cooler aus. Starker Konstruktbogen. Ab ins Album damit. Zack. Und der normale Konstruktbogen. Ach so. Ich bin doof. Ich bin total doof. Also erstmal nehmen wir wieder das Exalfo-Schwert. Das ist ja schon ziemlich angeknubbelt. Das schmeißen wir weg. Und nehmen wir stattdessen den Bogen mit. Wie viel Schadensunterschied ist das denn? 11? Boah, krass. Das war's. Das war's. Und wir haben jetzt auch damit, ja, alle Kisten. Und damit haben wir 4 Segenslichter und können einen neuen Herzcontainer holen. Yay. Oh, Besucher dieses Bonn-Schreins, der wie die anderen auch das uralte Böse versiegelt. Sei erneut, wie auch bei den anderen Schreien, gelobt dafür, es erneut bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erneut erfüllen, welches auch an diesem Ort ruht. Ja, und jetzt wissen wir auch schon, wer die beiden sind, ne? Ranru und Sonja. Schön, schön. Das heißt, wir können ja jedes Schwert mit dem Exalfo-Horn... Oh, ich sehe gerade die wildesten Schwertkombinationen vor mir. Lapp. 4 von 4. Sehr schön. Möge das Segenslicht dir erneut die Kraft schenken. Ich mag es auch, wie dann einfach das runterfährt und einfach so, ja, und tschüss. Arbeit erfüllt. So, Feierabend. Ne?
17 Uhr, Tür zu, abschließen. Gut, aber trotzdem muss hier irgendwo noch ein Krog sein. Ja, und jetzt sagt ihr, ja, da ist doch ein Krog. Ja, nee, nee, von dem rede ich nicht. Ich rede, oh, ist das schön. Ich meine, wir können hier nochmal gucken. Oh, wie es aussieht. Aber was ist das für ein Windsturm? Und wisst ihr eigentlich, ich meine, klar, wir haben dieses komische Phantom-Ganon-Ding da jetzt aufgezwungen bekommen. Wir haben diese komische Mumie, aber so richtige Gegner haben wir noch gar nicht, ne? Ich meine, wir hatten ja damals die Titanen als so große Bedrohung, die da rumgekrabbelt sind, die ganzen Wächter überall. Es ist ja verhältnismäßig, ich meine, wir haben einen Leuen gesehen, aber ansonsten ist es doch recht entspannt, oder? Die Wächter sind weg. Es fühlt sich alles so an, als wäre die... Oh Gottes Willen. Das ganze Ornidorf ist eingeschneit. Ach du Schande. So frostig war es da damals tatsächlich nicht. Und die Brücke sieht cool aus. Oh je. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch eins zu tun. Wir haben ja den Schrein hier und können uns wieder hochteleportieren in Notfällen, aber wir haben ja hier einen Krog. Ich weiß nicht genau, was diese Aerodynamik jetzt bedeutet, die uns das Outfit gibt. Wir werden es herausfinden. Auf geht's. Wo denn? War ich zu schnell? Waren wir jetzt irgendwie... Das ist aber cool. Jetzt haben wir hier oben eine Teleportationsmöglichkeit und kommen immer wieder nach oben. Ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Wir waren schnell unten, aber ich habe jetzt absolut gar nicht gesehen, wo wir den Krog hätten abfangen müssen. Keine Ahnung. Pff. So, nochmal. Hyrule-Gebirge-Himmel. Hm. Und wo sind eigentlich diese anderen Inseln? Sind das die da? Die ist da? Oh, das sind so kleine Ärmelchen! Ah. Ich hab schon wieder nicht gesehen, ne? Der macht das so auf. Das ist, wie heißt das nochmal? So ein Fleißhut oder wie die Dinger heißen. Ihr wisst schon. So. Puh. Hammer. Macht die Hose das dann auch? So. Und dann fliegen wir so. Alles klar. Ja, aber jetzt habe ich den schon wieder aus den Augen verloren. Also wir müssen ein bisschen Tempo erhöhen und müssen wirklich auf einer Höhe bleiben mit dem. Gar nicht so einfach. Ja, aber es ist schön, dass es diese Schreine gibt, die diese Basic-Kampfsachen nochmal zeigen. Ich meine, wir kennen die ja schon. Wir sind ja Veteranen. War das eigentlich schon markiert? Ja, sowas von. Klar. Ist ein Profi. Löschen. Ach so, man muss den fangen. Ey, du hast mich eingeholt. Tschüss. Gottes Willen, da muss man erstmal drauf kommen. So, was ist das jetzt hier? Oh, es ist so süß, guck mal. Wir haben richtig... Oh, es sieht voll süß aus. What? Okay, jetzt haben wir das hier. Hier ist doch irgendwas versteckt. Ein Donnerplateau. Also hier war was damals. Es ist jetzt wieder die Frage, gibt es hier was Neues oder? Halt nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus, oder? Mit voller Wucht im Sturzflug gegenknallen, haha. Klappt bestimmt. Garantiert.
Okay, ja. Also einmal Gegenrichtung. Also da müssten wir irgendwie hoch und dann da oben. Ne, von da aus mal nach links alles erkunden. Könnten auch das Pferd mitnehmen. Wäre mir auch recht. Also hier mit den Pilzen. Hier fehlt mir. Oh, die Vögelchen. Die können wir fotografieren, oder? Lauschpatz? Wie hieß der? Lauschpatz. Der ist süß. Nein! Ah! Perfektes Foto. Besser geht nicht. Lauschpatz, natürlich. Habe ich direkt erkannt. Okay, ich glaube, das ist mein neues Lieblingsoutfit. Ich weiß nicht. Da könnte ein Krok in den Stämmen sein. Aber pff. Boah, wie gemein, das sind doch die Krokstämme und da ist keiner drin, was? Ah, hier ist schön mit den Blumen, mit dem Gras dran, sieht schön aus. Ja, jetzt müssen wir da irgendwie hoch, ne? Wir können auch außen rumgehen, aber es dauert natürlich. Ich habe irgendwas Cooles erwartet mit dem Cape auf dem Rücken, aber nicht, dass das wirklich so ein cooler Anzug wird. Bisschen Ausdauer ergaunern, ja, ja. Sportling. Schön entspannt stehen bleiben, Link. Oh, no, das war dumm. Stehen bleiben. No. Jetzt könnte man natürlich das Outfit wechseln für das schnellere Klettern, aber ich... Es ist schon okay so. Oh, da kommen wieder irgendwelche Plattformen runter. Es ist schon okay so. Ich komme damit klar. Es ist genau an der Grenze zu rutschen und klettern hier, ne? Deswegen, wir können auch so halbwegs drauf laufen, wie ihr seht. So schief, guck mal, das klappt. Ah ja. So, sehr schön, jetzt sind wir oben. Mein Gott. Da ist der Turm. Da startet ihr mehr oder weniger unsere Erkundungsrunde, weil da waren wir ja schon mal. Hallo. Ja, wir haben auch gerade kein Schild ausgerüstet, ich weiß, aber ich finde es gerade ganz cool mit diesem mega hammer coolen Ex-Alpho-Schwert. Oh, jetzt können wir auf jedes Schwert. Ich überlege gerade, welcher Schwertgriff da gut zu passt. Das hier ist ja schon cool, ne? Also das hier. Hammer. So ein Sonaugriff könnte man auch nochmal probieren. Theoretisch. So, bei dem Turm waren wir schon mal. Hier ist auch unser Pferde. Hallo, Desert. Chili, 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 chili. Man wird auf jeden Fall gut auf das Hebra-Gebirge vorbereitet. Den Turm haben wir schon erfolgreich lokalisiert. Das ist der Tempel, zu dem wir für Impa gehen sollen, genau. Was ist für eine riesige Ruine da unten? Gruseliger Wald. Ja. Da ist ein Schrein. No. Mhm. Was
Das ist der Krogwald, da ganz hinten, ja. Und das ist das Hebragebirge. Auch wenn dieser Loch im Berg garantiert neu ist, oder? Das da. Gut, von da kommen wir sozusagen. Mir fehlen extrem viele von diesen Würfelrätseln, die immer an den Wänden hingen von den Crocs. Ich rede wieder über Crocs, ihr wisst ja, Crocs sind so mein Lebensinhalt dieses Spiels. Da fehlen mir wahnsinnig viele. Ist das der oder ist das einer? Es ist einer. Okay, wir haben hier freudig viele Leuen auf einmal. Das ist nicht gut. Ich hab's ja schon mal gesagt, Leuen sind... Ein Frostflügler. Sehr schön. Gesammelt haben wir den ja schon mal. Haben wir nicht. Ein Schmetterling, dessen Flügelschläge die Luft abkühlen, tanzt gerne mit Schneeflocken. Zusammen mit Monsterzutaten gekocht, ergibt er Medizin gegen Hitze. Okay. Ich würde mir gerne den Leunen da vorne kochen, aber da hat er wahrscheinlich was gegen, oder? Och, Zebragebirge. Ich weiß ja nicht. Eieiei. Speichervorgang. Ist schon gut, ne? Wenn das Spiel selber... Ach du Scheiße. Oh, seinem Horn. Nee, ich bin nicht da. Nee. Schön Blickkontakt abbrechen. Aber der hatte nur sehr schlechte Waffen, ne? Der hatte nur eine normale Lanze, wenn ich das richtig gesehen habe. So eine rostige alte Lanze. Sehr ungewöhnlich. Da ist ein Schrein. Glaub's nicht. Ja, und das hier ist ja dieser Vogelkopf vom Ornidorf und da saß ja eigentlich der Titan drauf. Der Titan, der Orni, war irgendwas. War Vogelus oder so. Ihr wisst schon. Das könnte ein Abgrund sein. Das wäre abgrundtief schlecht. You know. Steine? Ich wollte schon Schreine sagen. Ich suche ja, ne? Ihr merkt das. Es ist nicht so, als würde ich die Crocs nicht suchen, aber... Natürlich sehr, sehr klippig hier, ne? Ich meine, da müssten wir eigentlich mal die ganze Klippe unten langlaufen. Eieiei. Das ist einfach ein Schrein. Ah ja, die Windräder, ja. Ist das Pferde? Wölfe. Gottes Willen. Wölfe greifen einen tatsächlich auch an, wenn man nicht auf... Ey, ich laufe hier unten, ja? Lass die Drachen immer noch da oben rumfliegen. Gebt mal eure Schuppen her da oben. Früher seid ihr auch gern durchs Gesicht von euren Mitmenschen geflogen. Ksch. Was ist das? Das ist ein Wasserfall. Ich dachte gerade schon, was kommt denn da runter? Wie ein Strahl. Oh, Entschuldigung. Aber wie sagt man so schön, besser raus als rein, ne? Gut. Ich bin aber auch noch zu garstig mit den Segenslichtern, weil ich die garantiert auch alle noch für Herzcontainer nehme. Könnt ihr vergessen, dass ich auch nur einen Vierersatz Segenslichter für was anderes nehme. Hallo? Das ist eine schöne Farbe. Ich würde es Blue Spirit nennen. Sogar vier... Viermal Gas geben hier. Krass. Aber nee, wir behalten unser Pferd. Runakita-Schrein. Runakita. Kindertagesstätte.
Da waren wir ja schon. Ja, müssen wir uns mal überlegen, ob wir da dann auch nochmal hingehen und nach Crox gucken. Ohne, dass ich zu gemein klingen will. Aktuell sind wir ja übersättigt mit Crox. Aber da ist auch noch irgendwas. Aber das war halt im Breath of the Wild ein Ort, in dem man den Schrein hervorlocken konnte. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt eben... Oh no! Da braucht jemand unsere Hilfe! Blue Spirit! Ich brauch dich doch nochmal! Los! Ach, ich mag Links Haare. Wie elegant sie im Wind wehen. Ach. Eine Gerudo braucht unsere Hilfe! What? Boah! Der hat was getroffen! Top. Kalisa? Kein Monster mehr da? Gut, denn die machen nicht als Ärger. Hier, ein kleines Dankeschön für die Rettung. Los, nimm es an. Agil Kochobst macht dich beim Schwimmen schneller. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Wie gehabt befinde ich mich auf der Suche nach Schätzen und reise dafür von einem Ort zum anderen. Ich will mal nicht so sein. Als erfahrene Schatzsucherin gebe ich dir ausnahmsweise sogar mal einen Tipp. Der beste Ausgangspunkt für eine Suche ist ein hochgelegener Ort. Ob nun eine hoch hinaufragende Klippe oder eine dieser vom Himmel gestürzten Ruinen, je höher, desto besser. Klettere rauf und sieh dich von dort aus um. Du wirst erstaunt sein, was man alles so entdeckt. So, genug geschwätzt. Vielleicht sehen wir uns einmal irgendwann wieder. Savork! Savark heißt ja Hallo und Savork heißt auf Wiedersehen. Sehr komplexe Sprache. Gut, ja, gern geschehen. Ich mag ja diese Zufallsbegegnungen. Ach, und hier hat sie jetzt die Lage aufgeschlagen, ja? Können aber auch alle froh sein, dass sie immer nur von den schwachen Gegnern angegriffen werden. Die ganzen Reisenden. Haben wir da was? Nee, nee, nee. Ja, es ist... Ihr ahnt es ja genauso wie ich, dass hier noch irgendwas ist. Wir haben auch leider ja, wir müssten ja mal nach Ateno gehen, damit wir dort das Schreinmodul aktivieren. Wir haben ja noch keinen Schreinsensor aktuell. Da ist ein Krog. Na, Gott sei Dank. Das gibt mir wenigstens ein bisschen Bestätigung. Wahrscheinlich einfacher, oder? Mhm, ich glaube, ich weiß wie. Nee. So, oder? Mich gefunden. Tschüss. Ist immer eine ganz coole Idee. Früher war es ja immer nur ein Würfel, den man einsetzen musste. Jetzt durch dieses dynamische Drehen kann man natürlich mit diesem hoch, runter, links, rechts das Ganze wesentlich komplizierter machen. Finde ich gut. Haut die ab, ja, ne? Ja. Ah ja. So ein geniales Klettersystem, ne? Nichts gegen die ganzen von God of War oder Horizon mit diesen vordefinierten Kletterstellen. Das ist ja alles cool, aber das ist halt einfach so genial und man fühlt sich so frei bei allem. So. Sind wir schon zu weit weg von Desert?
Ich weiß, sie steht oben, ganz oben, beim Turm. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, dass wir die dabei haben. Wer weiß, wo der nächste Stall ist, ne? Beim Dorf der Orni ist ja jetzt auch nur noch eine Zeitungsredaktion. Also da ist ja auch nichts. Oh, da ist eine... Okay, da müssen wir eh hin. Oha, der Mond kommt aber schnell. Oh Gott. Sind wir jetzt hier mit Joas Mask oder was? Hab ich noch nie gespielt. Ach Gott, die hören das Pfeifen. Das war ja äußerst clever, ne? Erstmal anschleichen und erstmal laut pfeifen. Das ist... Kein Problem. Lalalalalala. Oder so ähnlich. Ey, war Stock plus 6 Alpha-Horn gleich geilste Waffe im Spiel? Ich glaub's nicht. Was ist jetzt der Unterschied? 13, 12. Warum macht das jetzt mehr Schaden? Das ist ein Zweihänder. Weil es an einem Zweihänder dran ist. Oh, ist das geil. Ja, Metallkisten macht es wahrscheinlich nicht kaputt, ne? Dann machen wir den halt weg. Du kannst hier nichts aus der Tasche nehmen. Wie geil. Haben wir das denn schon mal fotografiert eigentlich? Hartholzprügel? Nö. Wobei wir könnten natürlich auch, jetzt ist die Frage, den Felsbrockenhammer wegmachen. Machen lieber was an den Hartholzprügel dran. Geil. Ich meine, für einen Schaden mehr, da ist wahrscheinlich die schnellere Waffe die bessere Wahl. Aber dann können wir jetzt einfach so. Das ist so ein zweihändiger Stock mit dem Ex-Alf. Also es ist. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass das dann. Ich meine, natürlich logisch. Klar, wenn das mit dem Kleinen geht, dann geht es auch mit dem Großen. Jetzt hat uns das Pferd gehört. Sehr schön. Aber das ist nochmal zu sehen. Es sieht ja wirklich verdammt cool aus. Und das ist einfach so eine gecraftete Waffe. Das ist jetzt die erste gecraftete Waffe, muss man dazu sagen. Neben dem Stock mit dem Metallding da dran, dieser Metallkugel mit den Stacheln, ihr wisst, was ich meine. Die erste Waffe, die mir wirklich gefällt. Muss man so sagen. Einfach aber richtig, die ist schon schick. Kommt mir auch so vor, als wären weniger von den Skeletten unterwegs. Wir hatten schon ein paar, aber es hält sich stark. Ich meine, ja, wenn man von Teufel spricht, ist schon klar. Ich hätte es nicht sagen sollen. Wow. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich weiß. Ja, das Pferd hat nämlich nur 3 Sporen. Ich denke mal, lang hält die eh nicht mehr. Was haben wir hier noch? Funkelfrucht. Her damit. Funkel, Funkel, Funkel. So, Runakita-Schrein. Da sind wir wieder. Rein da, oder? Ah, ich mag das Outfit. Ah, Mann. Nichts gegen das Kletteroberteil, das ist natürlich vor allen Dingen zum Klettern gut, wer hätte es gedacht. Aber das hat halt jetzt diese... Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich, wenn ich irgendwo runterfall, einfach zu so einem Mega-Jumpsuit-Ding werde, ihr wisst schon.
Mega. Okay. Ich bin zu allem... Oh nein. Transportart. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist doch einfach, nur die Kugel von da nach da bekommen. Ja. Kriegen wir schon hin? Ah, es ist halt dieses Physikspiel, es ist schon... Das Design der Tempel, hier muss auch wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Von den Sonau natürlich, als die das hier gemacht haben. Jetzt haben wir hier diese komischen Dinger schon wieder. Da denke ich direkt an diesen blöden anderen Schrein, den mochte ich ja gar nicht, ne? Ach, das ist so breit. Ist das zu breit für die Kugel oder was ist jetzt hier das Problem? Ja, ne? Ja, die wird runterfallen. Jetzt müssen wir die vier... Oh Gott. Ich verstehe schon, wir müssen jetzt... Ah, ja, okay, ja. Logisch denken, nicht zu kompliziert. Wie mit dem Heißluftballon, ne? Da habe ich auch einen Schritt zu kompliziert gedacht. Das liegt natürlich jetzt super ungünstig. Nein! Meine Kugel. Oh, sie kommt hier wieder. Sehr nett. Aber meine Ste... Okay. Ja gut, dann ist es noch ein bisschen... Also jetzt nicht schwieriger, sondern umfänglicher. Man muss vorher die beiden Kugeln, die Stäbe noch aneinander machen. Das ist aber jetzt auch... Macht es ja nicht schwerer, sondern nur etwas aufwendiger. Das geht? Tuts. Okay. Lalalalala. Das sind Ecken. Ich will die Kiste natürlich haben, ne? Ist klar. Das ist jetzt erstmal Schritt Nummer 1, dass wir irgendwie an die Kiste... Nee, nicht aneinander machen, bitte. Nee, lass es.
Das rutscht jetzt immer, ne? Das macht mich ja total nervös. Aha. Ja, okay, das war jetzt recht simpel. War jetzt auch nur die Kiste, okay, aber... Konstruktbogen. Und das war's auch schon? Ja, sehr schön. So, kommen wir zum Thema Kugel. Jetzt wieder nicht zu kompliziert denken. Also wir haben Kugel und wir haben ein Ding. Ist es dann einfach das hier? Also... Moment mal, wir müssen es ja irgendwie einhängen können, ne? Also wir könnten... Keine Ahnung, ob das klappt. Das war zu einfach, oder? Das war ein Ticken zu einfach jetzt. Okay, ja klar, Schrein gelöst, nice. Warum war der eine dann so komplett, wo ich wirklich gar nichts verstanden habe? Eieieiei. Mir hat wirklich das Verständnis gefehlt, wie man die Kugel auf Geschwindigkeit bekommen soll. Ich... Keine Ahnung. Aber cool. Da sieht man mal, wie komplex die Einsatzmöglichkeiten alleine der... Ja, ist ja alles durch dieses Aneinanderbauen, ne? Ist ja Wahnsinn. Oh, du schon wieder, Besucher dieses Wandschreins. Du hast es geschafft und dafür sollst du gelobt werden. Nimm dieses Licht hier, das reinigt, welches hier an diesem Ort ruht. Lalalala. Nummer 5 jetzt schon, ne? Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Schön. Ah, der Abgrund. So, und es ist immer schön Tag, wenn man rauskommt aus dem Schrein. Man geht rein, ist dunkel, kommt raus, ist Tag. Ist immer toll. Immer wieder eine Freude. Waren wir da schon drauf eigentlich hier? Ha.
Oh, wie so ein Fake-Baum hier, ne? Mimic Tree. Ist ja wirklich so Dark Souls, ne? Wusste ich's doch. Eieieiei. Damit haben wir aber schon wieder die zusammen, die wir hatten, bevor wir die Tasche vergrößert haben, ne? Also. Gar nicht mal so übel. Was ist das? Nichts. Ja, was machen wir mit dem Abgrund? Einfach mal reinspringen, mal gucken, wo wir landen, oder lassen wir den einfach komplett aus und sagen uns, nee. Na, komm mal mit, der Satt. Ach, du Schande. Abgrund im Hyrule-Gebirge. Wir müssen wenigstens mal reingucken, oder? Wohl ist mir ja auch nicht dabei, ne? Ist das irgendwie ein Vogelkopf oder so? Sieht aus wie so ein Echsenkopf, ne? Boah, ich mag's hier halt echt nicht, ne? Es ist so gruselig. Hallo? Leuchtsamen. Ich habe alle Leuchtsamen aufgebraucht. Du hättest nicht zufällig welche für mich übrig. Teilen macht Freude. Erstmal hallo Forscherin. Freut mich, dass überhaupt jemand hier ist. Hier, bitte. Ah, hurra, danke. Ach, guck mal, die hat eine Karte dabei. Und eine Spitzhacke. Oh, ich liebe die Rucksäcke, ne? Und eine Pfanne. Puh, du hast mich wirklich gerettet. Ohne Licht tappt man hier ganz schön im Dunkeln, wortwörtlich. Schau nur, dass du deinen Leuchtsamen nicht verbrätst wie ich. Ach so, leg die Kapseln ruhig auf den Boden und schlag sie. Aber echte Profis befestigen sie an Pfeilen und Schuss. Und dann siehst du alles so klar, wie ich dich jetzt gerade sehe. Dich, Link. Unseren Todfeind. Du bist des Todes. Dein Ernst? Okay, wir brauchen ein Schild. Nö, Moment. Ich hab dir einen Leuchtsamen gegeben! Ciao, Mann! Oha, Zanshin-Kurzschwert. Einschneidiges Schwert des Shika-Stamms. Der kleine zerfressenen Klinge, die kleine zerfressene Klinge bewirkt höhere Angriffskraft bei Überfällen als gewöhnliche Klingen. Oh, das ist das coole Schwert. Und die Scheide ist auch schick. Und natürlich die Schwertbananen. Ernsthaft, sind die immer noch böse, weil wir damals ihren Anführer besiegt haben? Das kann ja nicht wahr sein. Da habe ich jetzt einmal gedacht, wie cool, hier ist eine freundliche Forscherin und dann sowas. Das kann ja nicht wahr sein. Dann machen wir direkt nichts, alle Vorhorn dran. Also können gerne erstmal ein Foto machen.
Ist natürlich leider jetzt die kaputte Variante, aber an dem Griff ein Ex-Alpha-Horn, das sieht ja mega aus. Moment. Ihr werdet begeistert sein, ich sag's euch. Und dann ist die Haltbarkeit auch höher. Nur Vorteile. Den Schaden, Mann. Achso, wir haben ja das andere ja kaputt gegangen. Perfekt, dann nehmen wir das doch direkt. Ich find's lustig. Ja, das wäre jetzt zum Aufsteigen, aber wir würden doch niemals das Loch treffen. Könnt ihr mir nicht erzählen. Da fliegen wir da irgendwo gegen und sind tot. Funkelfrucht. Leuchtsam, hallo? Nach Angriffsstärke am häufigsten verwendet. Leuchtsam. Ach du Scheiße, das sind ja direkt Gegner da hinten. Okay, reden wir über die Statue nochmal oder nehmen wir die jetzt einfach so zur Kenntnis, wie sie ist? Vor allen Dingen hat er uns noch normal Tipps gegeben. Wie man Leuchtsamen am besten wirft und dann greifen sie auf einmal an. Was ist denn das für eine neue Angewohnheit von denen? So, da oben können wir doch auf jeden Fall die Irrlichter schon mal holen. Das ist auch schon mal ein Erfolg. Denkt dran, wir brauchen welche für das dunkle linke Wand. Bei der Statue. Hundertfünfzig waren das, ne? Eieiei. Weiß, da hinten ist der Knoten, aber ich mag auch dieses blinde Erkunden ganz gerne. Oh. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich keine Flugmaschine bauen, ich meine. Ach, die Kleinen, ja. Oh, fuck. Okay. Okay, nein! Oh Gott. Mega die Verschwendung, aber ich muss gerade auf Nummer sicher gehen, dass wir keine Herzen verlieren. Also wir könnten hier jetzt irgendwas Fliegendes bauen, aber... Oh Gott. Noch so eine Statue. Was heißt denn Überfall plus? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach so, wenn wir schlafende Gegner angreifen. Ja, ich verstehe. Die führen irgendwo hin, die Statuen. Gott, was ist das hier? Ach so, es ist aber... Okay. Ja, also Miasma Hinox, ich meine ganz ehrlich, der trifft uns hoffentlich eh nicht. Was ist das hier?
Okay. Schön weiterschlafen. Ist das eigentlich ein extra Foto oder ist das das gleiche? Blauer Hinox. Miasma blauer Hinox, wenn ich bitten darf. Okay. Also hier ist schon wieder die gleiche Statue. Also die führen uns hier hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das ein Vogelkopf oder ist das so eine Art Echsenkopf? Die erinnern mich auch an die Echsenmenschen aus Gothic. Ich bin... Ach du Scheiße, das ist irgendeine Tür. Nur ich will nicht. Das ist schon echt cool. What? Okay, es geht einfach nur runter. Ich bin sehr vorsichtig, ne? Also die Statuen führen uns definitiv hier hin. Hallo meine Freunde, danke, 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 gleich kommt eh wieder Schattenganon und killt uns instant, ihr wisst es, ich weiß es doch auch, das geht ja noch, oh, aua, off, direkt, eieieiei, boah, direkt ein Herz weg, ey, und dauerhaft, ne, das ist schon übel, ein Ritterschwert. Nee, nee. Wir müssen erstmal so Waffen loswerden, die wir haben. What? Wo bin ich denn jetzt bitte? Also da ist so ein Würfelgegner, wie wir den von der Insel oben kennen. Von der verlorenen oder vergessenen Himmelsinsel. Hätte ich jetzt eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt... Was ist denn das für eine Säule da? Wo sind wir hier? Tendenziell war der ja nicht schlimm. Ne? Man musste immer nur diesen Würfel treffen. Das war's ja schon. Hallo? Ein Schild ausgerüstet, das ist gut. Sag mal, wo ist denn dein Schwachpunkt da? Überzeugt. Überzeugt, wir machen den doch nicht. Ihr habt mich überzeugt. Oder beziehungsweise er hat mich überzeugt. Sagen wir es mal so. Da sind wir übrigens gerade. Wir folgen weiter den Statuen. Ich finde es einfach so spannend. Der bekommt erstmal schön einen Totenkopf hier. Jetzt ist die Frage, gehen wir einmal rum und gucken, was das für eine merkwürdige Säule ist da hinten. Hüpp.
Diese Statuen sind natürlich schon extrem spannend, ne? Was ist das? Warum qualmt das? Oh Gott. Ja, ich muss gerade erstmal Verständnis für die Ebene hier bekommen. Wir sind voll weit oben gerade. Aber was ist das hier für eine Säule? Das würde ich schon gern wissen. Nee, das wäre Verschwendung. Haben wir gleich keinen Leuchtsamen mehr, ne? Ich gehe auch sehr verschwenderisch wahrscheinlich damit um, aber... Was ist das? Boah, sind wir schon weit gelaufen. Eieiei, okay. Ja, was machen wir jetzt mit denen da unten? Try and kill, hä? Huh? Treffe ich überhaupt was? Nicht so richtig, ne? Zu dieser Säule. Das sind ja mal die mega geilen Pfeile. Warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Oh, das ist ein brauner? Den hatten wir noch nicht, oder? Schwarzer Bockblin. Ja, hör mal, ich will gerne ein Foto von dir machen. Das ist gerade nicht so ansehnlich, wenn du da so rumhängst. Platzhalter. Müssen wir mal ersetzen. Oh, ich habe kein Schild. Fucking hell. Wo kommt die Kälte her? Oh mein Gott. Oh, wow, 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 wow. Ich brauche irgendwas zum Snaggeln. Schwarzer Bockblinhorn. Mit drei Spitzen versehen, erhöht es an einer Waffe befestigt ihre Angriffskraft erheblich. Kocht das Horn mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Mhm. Eisflederbeißerflügel. Sehr selten. Seine Oberfläche glänzt wie von Eis überzogen. Bei einem entsprechenden Reiz verströmt der Flügel eiskalte Luft.
Eisflederbeißerauge. Das vor Kälte klirrende Auge eines Eisflederbeißers. Nicht nur für Medizin geeignet, sondern auch zur Herstellung eines Pfeils mit höherer Trefferwahrscheinlichkeit. Geht das überhaupt? Ja. Habe ich den Stein irgendwo? Nee, ne? Ganz viel Sonanium, komm nur schnell zu mir. Ganz viel Sonanium, da freue ich mich mit dir. So. Mysteriöse Säule. Jetzt habe ich extra hier mir den Weg freigekämpft. Boah, wir haben gleich keinen Leuchtsamen mehr. Offenbare mir dein Geheimnis, mysteriöse Säule. Wir haben jetzt wirklich hier... Die Frage ist ja, ist das Volk hier unten... Oha, ein richtiges Ritterschwert. Gibt es ein cooles Symbol für so Werkzeug oder so? Kochen, Edelsteine eigentlich nicht, ne? Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre, dass wir uns mal nach oben porten. Bevor wir es aber machen, speichere ich, weil wir kommen ja dann nicht mehr runter. Wir haben ja noch nichts freigeschaltet hier unten. Und Link warten nie wieder. Nee. Nee, nee. Tschö. Ich gehe wieder nach unten. Das ist auch cool, dass es geht, ne? Ja, nee. Okay. Hä, was hat denn. Was heißt denn diese Säule hier? Das heißt, wir können ihr aktuell keinerlei Funktion zuschreiben, ist das richtig? Ja, ne? Oh fucking it. Cool, diese greifenden Tentakel immer aussehen. Ja. Wie ich gesagt habe, wir erkunden das hier nur ganz kurz.
Jetzt ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um einmal das Kletteroutfit anzuziehen. Damit wir hier schnell hochkommen. Oh, die Kisten habe ich vergessen. Mist. Irrlicht, groß. 5. Eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Sie ist etwas größer als ein gewöhnliches Irrlicht und ihr Pulsieren strahlt eine gewisse Kraft aus. Aha. Nach dem Motto, niemand wird zurückgelassen, oder? Das ist natürlich schon gemein, ne? Die haben genau hier extra dann noch keine Leuchtsamen gemacht, damit man die wirklich oben sammeln muss, um hier dann welche zu haben. Das ist schon cool. Ja, okay, aber trotzdem, was diese Säule bedeutet, ich habe keine Ahnung. Nichts, das sind einfach... Was war das mit jetzt für Kisten? Okay, ja, dann würde ich jetzt noch ganz gerne zurückkommen. Den ganzen Weg zurück einmal bitte, wenn das irgendwie geht. Damit wir noch einmal die... Leuchtding aktivieren können. Und dann bin ich zufrieden. Oh Gott, guck mal hier. Ein normales Ritterschwert. Also ein Ritter-Zweihänder. Ritter-Zweihänder. Nur die größten Kraftprotze unter den Rittern von Schloss Hyrule führten so ein Schwert. Es verfügt über erhöhte Angriffskraft, wenn dir nur noch ein Herz oder weniger bleibt. Erlöse ich die denn immer, wenn die dann... Na toll. Das ist sinnvolles Verwenden der Waffe. Ja, ich versuche auch gerade bewusst das Thema Phantomgarnon oder wie der hieß, einfach auszublenden, ne? Springen. Achso. Oh, wir wollten den Statuen ja folgen. Ich will schon zurückgehen, ich habe die Statuen einfach vergessen. Wir haben nur noch 9 Leuchtsamen, das wird nix. Ey! Hör auf, die zu essen! Geht's noch, Mann? Die sind so frech.
Eieiei. Der Durchgang war auch ganz gruselig, ne? Von der einen zur anderen Statue. Vorhin, als das so runterging. Boah, sind das viele. Prio ist gerade halt dieser Statue zu folgen. Ich weiß nicht, wo die uns hinführt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wir folgen der gerade halt so, ne? Also ich bin gerne bereit, da runter zu gehen. Die Frage wäre nur, kommen wir auch wieder hoch? Oder sitzen wir da unten dann fest, weil hier alles überwuchert ist und... Ja, sieht irgendwie machbar aus, oder? Akamoro-Wurzel. Eieiei, also der Untergrund killt mich. Wahnsinn. Unheimlich. Aber gut. Und wo führt uns jetzt diese Statue hin? Aha. Ah, schön. Und die Herzen bitte schön wiederherstellen. Teleportation ermöglicht. Perfekt. Wow. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Aber natürlich keine Regeneration, das wäre zu viel verlangt. Ja, da kommen wir wieder hoch. Aber Hand aufs Herz, Krog gibt's hier nicht, oder? Wir haben noch nicht einen gesehen oder ansatzweise irgendwas, was nach Krog aussehen würde. Ich will unbedingt diesen Statuen folgen. Kannst du nicht stehen, Link? Schon fast sagen. Ich dachte erst, dass die eine Statue jetzt was ganz Besonderes wäre, aber es ist ja schon... What? Eine ganze Reihe. Das heißt aber ja auch, Moment, dass wir hier einen Tempel haben. Hm? Gehe ich jetzt einfach mal der Logik halber von aus. Lassen wir mal gerade. Ich hätte viel lieber Bögen. Ach so, hier können wir aber doch, oder? Wir könnten das auf den Ritter-Zweihänder machen.
Irrlicht, sehr groß. Boah, 20. Ein im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Ein ungewöhnlich großes Irrlicht, dem gewaltige Kraft innewohnt. Das Ding hat ein Steuer. Steuern. Eine Sackgasse? Bis hier ist jemand gegangen? Forscher, das ist doch wieder ein... Seltsam. Eigentlich müsste es hier doch weitergehen. Was ist denn los? Na, Hallöchen. Erkundest du auch diese Gegend hier? Sieh mal, diese Statue ist gegen die Felswand gefallen. Eigentlich bildet diese Art Statue immer eine Kette, die zu irgendeiner alten Mine führt. Aber bei dieser Statue scheint die Kette abzureißen. Ich bin schon ganz drum herum gelaufen, aber da ist nichts. Ich habe schon überlegt, ob irgendetwas innerhalb dieser Felswand ist, aber es gibt nirgendwo einen Eingang. Naja, egal. Immerhin bin ich hier jetzt dir begegnet. Also haben die Statuen mich zum großen Helden geführt. Dein Pfad endet hier, Held. Ganz schlechte Vorstellung. Ganz schlechte Vorstellung. Okay, jetzt müssen wir uns aber noch was überlegen. Weil das ist zu cool, als dass ich das jetzt hier liegen lassen möchte. Machen dann Pilz dran, wisst ihr? Das behalten wir das erstmal so. Und lassen halt den Sonau-Stab hier. Statue umgekippt gegen Wand. Weg endet hier. Hochheben können wir die nicht. Ja. Ich bin schon komplett rumgelaufen. Die Frage ist, ob etwas drinnen ist. Problem ist... Wir haben gleich keinen Leuchtsamen mehr. Okay, wir haben noch Leuchtsamen. Und noch große Leuchtsamen. Ne? Wie funktionieren die denn eigentlich? Riesenleuchtsamen. Oh! Die Statuen führen immer zu einer Art Mine. Oha, die Irrlichter. Mhm. Ich brauche euch alle. 185. Wir können uns alles kaufen. Noch viele Sprengpfeile, ne? Also es ist schon... Soweit möglich eigentlich ganz nett. Von den Ressourcen her. Man erkennt die Jäger natürlich immer ganz gut daran, dass die immer nur Forscher oder Wissenschaftler heißen. Aber diese Leuchtmedizin können wir auch gerne mal ausprobieren, dass wir dann leuchten. Ja, ich meine, der Hind könnte natürlich jetzt sein, dass es irgendwo oben ist. Er hat gesagt, er ist einmal ganz rumgelaufen. Das macht es mir etwas schwer gerade, weil ich würde jetzt einfach irgendwo anders den Eingang vermuten, aber...
Zum Beispiel mal dieser Wurzel hier folgt vielleicht. Oder so? Ich weiß es halt nicht, ne? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Hier wird ja nichts sein. Ne, gar nichts. Reiselanze. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib. Gut gewichtet und leicht zu verwenden. Lassen wir auch erstmal hier. Aber können wir da ein Foto von machen vielleicht? Naja. Kein Traumfoto. Also die Speerspitze. Bin schon einmal komplett rumgelaufen. Das machen wir auch nochmal rumlaufen. Ja, wir gehen gerade voll in die Überlänge. Das Spiel 1,5 Stunden. Da sieht man, dass mich das Spiel fesselt, wenn ich es nicht mehr schaffe auszumachen. Oder wenigstens ein neues Video zu starten. Das wäre jetzt nicht das größte Problem. Und ins Miasma rein auch noch. Ja, ich suche gerade einen Eingang, ne? Ihr merkt das wahrscheinlich, aber... Also sind eigentlich die Pfeile nicht wert, ne? Wenn man das so zusammenfasst. Bin einmal komplett rumgelaufen, aber da war nix. Und wir laufen jetzt im Nachhinein nochmal rum, ne? Ja, aber einen anderen Anhaltspunkt haben wir nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst machen sollen. Ach, du Schande. Bin ich über den Statuen so weit gefolgt? Jetzt einfach umdrehen? Das finde ich jetzt auch ziemlich ärgerlich.
Also das können wir hier ja ändern. Stern. Ne? Ja, wir können die wildesten Konstrukte bauen, ist alles gut, aber ich will einfach nur diesen Eingang finden, den es wahrscheinlich gar nicht gibt oder so. Die Statuen führen immer zu einer Mine. Ja, ich muss mir gerade erstmal durch den Kopf gehen lassen, weil dann gibt es ja scheinbar noch mehr dieser Statuereien. Vielleicht da hinten auch da, wo wir mit Robello da unterwegs waren. Nee. Also einmal ist das eher hier so und kein Stern. Das hat einfach gar nichts, ne? What? Ich meine, für die Irrlichtausbeute hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aber ich vermute fast, da vorne ist der Kreis gleich geschlossen, oder? Oh, wir haben noch große. Scheiße. Der hat ein Königsschild. Was haben die da bitte? Was haben die da auf dem Kopf? Ja, ist gerade eine wilde Erkundungstour, gebe ich zu, aber, ja, wow. Ich habe keine Ahnung, aber. Aber hier wird nicht. Immer gleich auf jeden Fall gar keine Leuchtsamen mehr. Hey, da sind die Statuen. Und damit haben wir offiziell nichts gefunden. Hm.
Keine Sorge, dich lasse ich auch nicht zurück. Das ist natürlich irgendwie enttäuschend. Ich bin schon einmal komplett rumgelaufen. Normalerweise ist irgendwo eine Mine oder so. Wow. Ist einfach gegen die Wand gefallen. Eine Idee wäre halt noch. Warum hat denn das ein Lenkrad eigentlich? Das ist mega unfair. Wie startet man das denn jetzt? Ich meine, die Idee mit dem Leuchtsamen ist sicherlich klar, was ich damit bezwecken wollte, aber... Und die Batterie geht eh dir wie nix, aber... In der Wand steckt eine umgestürzte Statue. Ja, nee, aber dran, also... Kletten konnte man das ja nicht, oder? Kann ich die damit hochheben? Ist das die Idee? Das wäre total verrückt, aber... Aber guck mal, da oben ist nichts. In der Wand steckt eine um. Das wäre jetzt noch eine Idee gewesen. Wenn da oben drauf? Nee. Das sind ja, guck mal, das ist ja Ende. Da ist nix. Und hier drunter gibt es ja auch nicht, ne? Weil die Statuen führen ja direkt hier hin. Ja, dann müssen wir hier jetzt knallharten Marker setzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob wir vielleicht doch irgendwas mit dem Fliegeding machen müssen und nicht genug Batterie dafür haben oder so. Ich stehe total auf dem Schlauch, bin ich ehrlich. In der Wand steckt eine umgestürzte Statue. Oder heißt das einfach nur, es geht auf der anderen Seite weiter? Ja, wir haben ja eh keinen Leuchtsamen mehr.
Dementsprechend, ja. Wo wir gelandet sind. Eieiei. Ja. Eieiei. Oh, was eine lange Aufnahme. Eieiei. Und viel erreicht haben wir nicht, ne? Muss man dazu sagen. Traurigerweise. Na gut, na gut. Wir machen jetzt aber einfach nochmal eine Sache. Wir gehen jetzt nochmal runter, oder? Lassen wir das komplett. Wir lassen's. Wir gehen gar nicht mehr runter. Wir haben gar keinen Leuchtsamen. Sollen wir ihn unten machen? Gut, also. Wesentlich mehr Schreien, als ich erwartet. Ach, Schreien. Untergrund, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber ist ja egal. Aerodynamik. Dafür haben wir, ja, interessante Kämpfe gekämpft. Wir brauchen definitiv mehr Bogenplätze tatsächlich. Wie sich jetzt rausstellt. Und Leuchtsamen, also Höhlen. Wir müssen mehr Höhlen entdecken und erkunden. Höhlen, Brunnen, alle Untergrundsachen. Abgrund geht erstmal gar nicht mehr. Aber wie schnell dann doch die draufgehen, ne? Die ganzen Leuchtsamen. Wir hatten ja verhältnismäßig viele. Für meinen Geschmack zumindest. Okay, geht ein richtiger Weg hoch. Ja, ihr merkt das, ich habe halt Bock, ne? Aber ich werde jetzt nicht nochmal aufnehmen, es ist 2 Uhr nachts. Sonst... Mein Morgen ist Samstag, ich kann morgen eh ausschlafen, aber... Das führt dann nur dazu, dass morgen der ganze Tag drauf geht mit Schlafen und das ist dann auch irgendwie ernüchternd. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Krog, den sehe ich schon. Reicht das einfach reinfallen? Nein. Muss ich bestimmt so einen Kopfsprung reinmachen. Schneit es gerade schon? Wir kommen näher an das Zebragebirge ran. Beziehungsweise generell nach oben wohl eher, ne? Gefällt mir hier oben. So war der jetzt. Hier, ne? Hier. Boah, letzte Sekunde noch gerettet, glaube ich. Du hast mich gefunden! Tschüss! So. Ja, mit dem Untergrund, oder mit dem Abgrund. I don't know. Da müssen wir uns mal einen Schlachtplan überlegen, wie wir den am besten erkunden. Ganz viele Leuchtsamen sammeln als Schritt 1. Und da fangen wir ja gefühlt bei 0 an gerade. Wortwörtlich sogar. Zumindest wenn es um die Kleinen geht. Voll eingefroren. Die arme Orni. Mhm. Ach nein. Nein, 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 nein. Nein, das mache ich. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, zu viel. Ich bin zu allem bereit.
Aber wir stellen doch hier oben jetzt kein Werbeschild auf. Hier ist gar kein Holz in der Nähe. Ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden, aber ich bin ehrlich. So ein Blödsinn hier kann ich beim nächsten Mal nicht arbeiten. Das geht nicht. Müsste halten, oder? Rede mit mir. Ah. Ich brauche nur mal deine Hilfe, bitte. Bitte. Lass mal los. Hm? Kerzen gerade. Wie hast du das denn gemacht? Sogar ohne Sachen. Großartig. Ha. Warum ist mir das nicht eingefallen? Ich mach's mal schnell fest. Hier ein bisschen. Da ein bisschen. So, ist super. Alles fertig. Dank deiner Hilfe kann ich das Schild jetzt hier stehen lassen. Hier als Dankeschön. Außerdem noch das hier. Spurtpilz-Reisbällchen. Ach ja, und noch mehr. Hier, bitteschön. Jetzt kann ich noch mehr Schilder aufstellen. Bis dann. Weißt du, Desert, ich weiß auch nicht, warum wir das überhaupt machen. Es ist wunderschön. Diese Spielwelt. Auch wenn ich echt Angst habe vor dem, was noch kommt. Ah, den haben wir schon markiert. Okay. Ha! Ja, ich fand, es war eine sehr spontane, schnelle Konstellation, oder? So einfach kann es gehen. Gut, also. Damit haben wir jetzt auch noch ein bisschen vom Obergrund erkundet, von der Oberfläche erkundet, aber das meiste war gefühlt tatsächlich hier unten. Wir sind jetzt einmal so rumgelaufen. Aber keine Ahnung, wie man da, ne, guck mal, hier sind wir komplett, heieiei. Tja, ich weiß es nicht. Wir müssen schauen, ob man da hochfliegen musste oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir eh zu wenig Leuchtsamen. Nächste Aufnahme. Wir werden uns hier jetzt noch hier rumbegeben. Da haben wir einen Krog scheinbar. Gucken wir uns hier die Ecke noch an. Dann könnten wir, ja, dann müssten wir hier einmal rüber und das ganze Grenzland hier noch erkunden. Dann gehen wir vorm Ornidorf hier rum und gehen dann einmal hier in die Schlucht über und gehen schon zum Tempel. Aber das Gebiet hier ignorieren wir erstmal. Wir gehen erst zu den Orni. Aber erstmal hier, also nächste Aufnahme, definitiv noch eine Erkundung. Boah, ist das viel und groß und wow. Guck ich mal die ganzen Sterne an. Bis zum nächsten Mal. Wow.